Es gab insgesamt 10 Reichsparteitage. 8 davon wurden in Nürnberg abgehalten. Als Hitler 1933 an die Macht kam, bestimmte er die Stadt Nürnberg als Stadt der Reichsparteitage. Ab diesem Zeitpunkt bekamen die Parteitage ein Motto. 1933 Parteitag des Sieges. 1934 Parteitag der Einheit und Stärke. 1935 Parteitag der Freiheit. 1936 Parteitag der Ehre. 1937 Parteitag der Arbeit. 1938 Parteitag Großdeutschland. 1939, der Reichsparteitag des Friedens war schon geplant, fand aber wegen dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen und damit der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht mehr statt. Als ich hier auf dem Gelände spazieren ging, fragte ich mich immer, was und welche Geschichte verbirgt sich wohl hinter diesen Steinen und Türen. Also machte ich mich auf, diese Geschichten zu erforschen, und so entstand diese Dokumentation. Der erste Parteitag der NSDAP fand 1923 in München statt. Der zweite 1926 in Weimar. 1927 und 1929 wurde dann Nürnberg als Parteitagsort ausgewählt. Die Parteitage dienten der Selbstdarstellung der Nazis. Bis zu 1 Million Besucher kamen dann zu den jährlichen, im September stattfindenden Propaganda-Inszenierungen. Ich bin Babette von Roggi und ein echtes Nürnberger Kind. Ich wurde Anfang der 50er Jahre hier geboren, als man noch mit Blechspielzeug spielte und die Fotos noch weiße, zackige Ränder hatten. Meine Eltern gingen immer hier mit mir auf diesem Gelände spazieren. Erinnern kann ich mich nicht, aber sie erzählten mir oft davon. Nur ein einziger Gesamtübersichtsplan ist aus der Nazizeit erhalten geblieben. Die Karte zeigt eine Übersicht im letzten Planungsstadium. Ich erkläre euch, was jeweils an den Orten und Plätzen geschehen ist, was wirklich von den Bauten realisiert worden ist und was noch von den Reichsparteitagsgelände erhalten ist und wie es heute genutzt wird. In 16 Filmteilen werde ich euch das gesamte Reichsparteitagsgelände und was damit zusammenhängt näher bringen. Mein
Meine Heimatstadt Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bayerns. Erstmals wurde die Stadt urkundlich im Jahre 1050 erwähnt. Auch war sie als große freie Reichsstadt zur Berühmtheit gelangt. Vor den starken Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg galt die mittelalterliche Nürnberger Altstadt als eine der bedeutendsten Europas. Albrecht Dürer wurde hier geboren und lebte auch hier unterhalb der Burg bis zu seinem Tod. Er ist in Nürnberg auf dem Johannisfriedhof begraben. Die St. Sebalduskirche und die Lorenzkirche mit dem englischen Gruß von Veit Stoß oder das Sakramentshäuschen von Adam Kraft sind gern besuchte Orte. Das Ringdrehen am schönen Brunnen ist ein Muss für jeden Besucher. Es gibt zwei Ringe, einen dunklen Eisenring, der Wünsche erfüllen soll, und einen goldenen Messingring, der den Ringdreher wieder nach Nürnberg zurückführt. Natürlich ist die fränkische Küche über die Landesgrenzen berühmt. Die wohl bekannteste Spezialität sind die Nürnberger Bratwürste. Original Nürnberger Bratwürste sind 7 bis 9 cm groß. Es gibt mehrere Erzählungen, warum die Nürnberger Spezialität zu klein ist. Mir persönlich gefällt folgende Geschichte am besten. Nürnberg umgibt eine Stadtmauer. Im Mittelalter gab es eine Sperrstunde und Reisende, die spät in Nürnberg eintrafen, konnten nicht mehr in die Stadt. Deswegen erfanden die Nürnberger Wirte eine kleine Bratwurst. Sie fanden es sehr praktisch, Bratwürste zu haben, die durch das Schlüsselloch oder den Türspalt der Tore passten. So konnten sie ihre Gäste auch nach der Sperrstunde noch verköstigen. Das Männleinlaufen der Kunstuhr der Frauenkirche findet jeden Tag mittags um 12 Uhr statt. Nach dem Läuten öffnen sich die Türen und es ziehen 7 Kurfürsten zu einem Rundgang dreimal um den Kaiser. Von der Freiung der Kaiserburg aus kann man das Reichsparteitagsgelände im Südosten von Nürnberg erblicken. Bevor die NSDAP den Platz für sich entdeckten, war hier im Jahre 1906 die Bayerische Landesausstellung beheimatet. Den Namen bekam das Gelände von dem Prinzregenten Luitpold, der zu Besuch war. Heute ist der Ort ein Freizeitgelände für Spaziergänger. Einmal im Jahr füllt sich der Platz aber wieder, wenn das Classic Open Air Festival stattfindet. Die für die Ausstellung damals eigens eingerichteten Gebäude wurden bis auf die Maschinenhalle alle wieder nach der Veranstaltung abgetragen. Die Maschinenhalle erhielt nach dem Umbau zur Veranstaltungshalle den Namen Luitpoldhalle. Der Luitpoldhain war ein Versammlungsgelände, wo schon vor Hitler Sängerfeste und Turnveranstaltungen einen Ort fanden mit einer intakten Infrastruktur und reichlich Platz. Hitler war 1923 schon einmal in Nürnberg mit dem Tag der Deutschen und wurde bejubelt. Des Weiteren war in Nürnberg die örtliche Polizei den Nazis wohlgesonnen. Darum wählte Hitler 1927 das erste Mal und 1929 dann wieder den Luitpoldhain für den Parteitag der NSDAP aus.
Hitler fertigt Pläne an, den Luitpoldhain in eine Luitpold-Arena umzubauen. Die bestehende Luitpoldhalle wird umgebaut. Eine Ehrentribüne mit einem Granitweg, der zur Ehrenhalle führt, wird neu errichtet. Ringsherum um das Gelände entstehen Zuschauertribünen. So wird bis 1935 nach den Wünschen des Führers der Luitpoldhain nach seinen Zeichnungen umgestaltet. Bei den Bauarbeiten werden jegliche Freizeitnutzungen durch Aufmarschfläche ersetzt. Der Luitpoldhain, der ab 1933 zur Luitpold Arena umgebaut wurde, war der älteste Teil des Reichsparteitagsgeländes. Obwohl es der älteste und erste Teil war, ist heute nicht mehr viel davon zu besichtigen. Die NS-Architektur war keine völlig neue Erfindung. Sie orientiert sich stark an den Bauwerken der Antike. Die überdimensionierten, gigantischen Gebäude wirkten blockartig und hatten eine klare und strenge Linienführung. Sparsame Dekoration, massive Steinfassaden unterstrichen die Monumentalität. Es wurde eine große Rasenfläche angelegt, wo 150.000 Menschen stehend Platz fanden. Auf den Tribünen hatten nochmals 50.000 Menschen Platz. Das Gefallenendenkmal und die Ehrentribüne verband eine 18 Meter breite Aufmarschstraße aus Granitplatten. Man nannte den Weg die Straße des Führers oder Adolf-Hitler-Weg. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird Nürnberg offiziell zur Stadt der Reichsparteitage. Hitler erklärt: Ich habe mich entschlossen, dass unsere Parteitage jetzt für immer in dieser Stadt stattfinden. Wo heute der Parkplatz der Meistersingerhalle an den Luitpoldhain grenzt, war damals das Straßenbahndepot Luitpoldhain beheimatet. Hitler ließ es 1935 abreißen, um Platz für die Zuschauertribünen zu schaffen. Als Albert Speer die Ruinen des Straßenbahndepots sah, kam ihm die Idee zur Ruinenwerttheorie. Die Verwendung von besonderen Baumaterialien sowie die Berücksichtigung statischer Überlegungen sollten Bauten ermöglichen, die im Verfallszustand auch noch nach Hunderten von Jahren den römischen Vorbildern gleichen würden. In der nördlichen Fußgängerunterführung am Luitpoldhain, die Hitler für die ankommenden Besucher bauen ließ, konnte man Fundamentreste des Straßenbahndepots noch bis in die 90er Jahre sehen. Dann wurde die Unterführung geschlossen. Es gab damals drei Unterführungen. Die mittlere wurde zubetoniert, weil sie immer wieder voll Grundwasser gelaufen ist. Die beiden noch erhaltenen Nord- und Südunterführungen sind für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Fußgängerunterführungen dienten bei den Parteitagen lediglich zur Überquerung der Straße, die hinter der Ehrenhalle verlief. Zu den Parteitagen marschierten von der Innenstadt aus kommend große Marschkolonnen zur Luitpold-Arena. Natürlich dürfte der Gesamteindruck einer geschlossenen Marschgruppe nicht gestört werden. So konnten die Besucher ungehindert die Straße überqueren. Die Fußgängerunterführungen führten niemals ins Innere der Luitpold-Arena. Heute lagert in den Unterführungen ein Sportverein seine Geräte ein.
Als die Luitpold Arena 1935 fertiggestellt war, diente sie einmal im Jahr als Schauplatz für die Parteitage. Den Rest des Jahres wurden Ausflugsfahrten nach Nürnberg gebucht und das Gelände als Ausflugsziel genutzt. Einmal da stehen, wo der Führer auch stand. Einmal da entlanglaufen, wo Hitler auch entlang marschierte. Ab 1933 ist Hitler nun Alleinherrscher im Dritten Reich und präsentiert sich als Erlöser der Deutschen. Mit zusammengezimmerten Holztribünen und Fahnenmasten wurde man dem Parteitag 1933 schnell gerecht. Aber es war klar, dass ein tausendjähriges Reich nicht auf etwas Provisorischem stehen könne. Bei jedem Parteitag kamen auch zahlreiche Staatsgäste aus dem In- und Ausland. Hier der Stabschef der SA, Ernst Röhm. Reichspropagandaminister Josef Goebbels und Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. Über der halbrunden Führertribüne baute man 34 Meter hohe Fahnenmasten. Die Enden der Ehrentribüne wurden jeweils mit einem 7 Meter großen Hoheitsadler begrenzt. Der Weg zwischen Ehrentribüne und Gefallenendenkmal wurde bei jeder Zeremonie freigehalten, damit der Führer für alle sichtbar entlangschreiten konnte. Auf diesem Weg schritt Adolf Hitler von der Rednertribüne zum Denkmal, wo er den Totenkult und die Weihungen der neuen Fahnen und Standarten abhielt. Altoberbürgermeister Ulrich Mali legte einen Kranz an der Ehrenhalle für die vielen Gefallenen in den zwei Weltkriegen nieder und sprach einige Worte. Das Gedenken an die Opfer ist in Deutschland immer schwieriger als anderswo. Der Volkstrauertag wurde 1950 eingeführt und wird am zweiten Sonntag vor Advent begangen. Zum Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt aller Nationen. Das im Jahre 1928 bis 1929 von der Stadt Nürnberg erbaute Ehrendenkmal für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges wurde schon damals von den Nationalsozialisten mit in ihre Veranstaltungen mit einbezogen. Die Inschrift wurde nach dem Krieg erweitert. Man gedenkt heute auch den Toten des Zweiten Weltkrieges und der Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945. Zum Volkstrauertag findet hier jährlich eine Gedenkveranstaltung statt. Eine bestimmte Hakenkreuzfahne, die beim Marsch auf die Feldherrnhalle beim Hitlerputsch 1923 mitgeführt worden war, bekam diesen bestimmten Namen, die Blutfahne. Fahnen waren ein großer und wesentlicher Bestandteil der nationalsozialistischen Symbolpropaganda. Adolf Hitler selbst soll nach Überlieferung die charakteristische Gestaltung der Hakenkreuzfahne entworfen haben. Das schwarze Hakenkreuz auf weißem Grund, eingebettet in einem roten Rahmen. Hitler erklärte, im Rot sehen wir den sozialen Gedanken der Bewegung, im Weiß den nationalistischen, im Hakenkreuz die Mission des Kampfes für den Sieg des arischen Menschen.
Sie wurde daraufhin zur Parteifahne der Nationalsozialisten. Ab 1926 wurden alle neuen Fahnen und Standarten der Partei durch Berührung mit dem Tuch der Blutfahne geweiht. Diese Zeremonie fand immer in der Luitpold-Arena statt. Hier die Blutfahne beim Marsch vom Bürgerbräukeller zur Feldherrenhalle. Ab 1931 wurde sie im Braunen Haus in München aufbewahrt. Doch was war die Blutfahne? Wie bekam sie ihren Namen? Es war der Tag des Hitlerputsches am 9. November 1923. Eine Fahne, Hitler und Tausende seiner Anhänger marschierten vom Bürgerbräukeller Richtung Münchner Innenstadt. An der Feldherrenhalle kam es dann zu dem verhängnisvollen Zusammenstoß zwischen den Putschisten und der Polizei. Es starben 16 Männer der Bewegung und 4 Polizisten. Andreas Bauriedl erlitt einen Bauchschuss und lag teilweise auf der Fahne. Wie das Blut der anderen Mitkämpfer auf den Fahnenstoff gelangte, ist nicht überliefert. Hitler gelingt die Flucht. Es wird davon ausgegangen, dass Hermann Trambauer die Hakenkreuzfahne trug. Mit der Fahne in der Hand wurde er getroffen, klammerte sich an die Fahne und riss sie mit zu Boden. Heinrich Trambauer nahm die Fahne an sich und flüchtete. Er nahm den Stoff von der Stange und wickelte ihn sich um den Körper. Die Fahne wurde bei dem Schusswechsel mit dem Blut dreier Putschisten benetzt. Es war das Blut der 3 Männer, Andreas Bauriedl, Anton Hechenberger und Lorenz Ritter von Stransky-Griffenfeld, die den Stoff der Fahne tränkten. Die 16 getöteten Männer der Bewegung wurden erst am Münchner Nordfriedhof begraben. Hitler ließ dann 2 Ehrentempel von seinem damaligen Lieblingsarchitekt Paul Ludwig Trost entwerfen und errichten. Für die Blutfahne selber sollte auch ein Denkmal mit einer 175 Meter hohen Säule und einem Hoheitsadler als Abschluss entstehen. Dort sollte in einem Schrein die Blutfahne dann aufbewahrt werden. Aufgrund des Kriegsgeschehens blieb das Projekt aber unverwirklicht. Die 16 Putschisten wurden durch ihren Märtyrertod zu Blutzeugen und wurden nach Fertigstellung der Tempel umgebettet. Sie bekamen dann in Stahlsärgen in den beiden Ehrentempel am Münchner Königsplatz ihre letzte Ruhe. Es wurde der 9. November als Gedenktag für die Bewegung erklärt und wurde ein Feiertag. Es standen jeweils 2 SS-Männer rund um die Uhr als Ehrenwache vor dem Eingang der Ehrentempel. Wenn man an den Gebäuden vorbeiging, musste man den Arm zum Hitlergruß strecken. Am 9. November 1935 wurden die Ehrentempel und der frisch gepflasterte Königsplatz durch die Überführung der Gefallenen des Hitlerputsches eingeweiht. Die beiden Ehrentempel überstanden den Zweiten Weltkrieg unversehrt. Die Oberbauten der Ehrentempel am Königsplatz wurden 1947 von den alliierten Besatzungstruppen gesprengt, die Särge eingeschmolzen und die sterblichen Überreste in ein anonymes Grab umgebettet. Von den Tempeln heute sind nur noch die Fundamentreste übrig. Sie werden als Denksteine der Geschichte bewahrt. Jakob Grimminger, der selbst Teilnehmer am Hitlerputsch war, wurde zum offiziellen Träger der Blutfahne ernannt. Bei sämtlichen Paraden wurde die Blutfahne nur von Jakob Grimminger getragen. Die Fahne erhielt eine neue Stange sowie eine Plakette, auf der die Namen der 3 getöteten Männer Bauriedl, Hechenberger und von Stransky-Griffenfeld eingraviert waren. Nach Vorstellung der Nationalsozialisten hatte sie durch das Blut der 3 getöteten Putschisten eine besondere Weihe erfahren.
Zwischen den Parteitagen wurde die Reliquie zur Erinnerung an die Blutzeugen in der Fahnenhalle des Braunen Hauses in München aufbewahrt. Das Braune Haus war der Name des Gebäudes der von 1930 bis 1945 bestehenden Parteizentrale der NSDAP in München. Henry Ford, der amerikanische Automobilbauer, der die Fließbandproduktion einführte, unterstützte Adolf Hitler. In Hitlers Büro hing sogar ein Porträt von Ford an der Wand. In Anerkennung der Unterstützung ließ Hitler in seinem Arbeitszimmer ein großes Porträt von Henry Ford an der Wand aufhängen. 1938 bekam Ford sogar einen Orden von den Nazis verliehen, das Großkreuz des Deutschen Adlerordens. Im Braunen Haus war die gesamte Reichsleitung der NSDAP beheimatet. Hier Bilder vom Inneren und Hitlers Arbeitszimmer. Das Zimmer mit Geschenken zu seinem Geburtstag. Besondere Fahnen und die Blutfahne wurden hier im SA-Ehrensaal aufbewahrt. Bei einem Bombenangriff 1945 wurde das Braune Haus getroffen und zerstört. 1947 wurde die Ruine dann ganz abgerissen. Doch wo befindet sich heute die Blutfahne? Man behauptet, sie befände sich heute im Besitz eines privaten Sammlers. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll sie mit ins Grab des Fahnenträgers Jakob Grimminger gelegt worden sein. Andere vermuten, dass die 45. Infanteriedivision der US-Armee, die das Braune Haus einnahmen und plünderten, die Fahne als Kriegsbeute mitnahmen. Ich gehe dem letzten Hinweis nach und fliege in die USA und besuche das Museum der Einheit. Die 45. Infanteriedivision oder Thunderbirds, wie sie auch genannt wurden, hatten viele Einsätze, besonders in Deutschland. Sie waren nicht nur im Braunen Haus. Sie befreiten auch das KZ-Lager in Dachau, stürmten Hitlers Wohnung in München und Berchtesgaden und waren im Führerbunker in Berlin. Das Museum zeigt alles, was rund um die Division interessiert. Das Divisionssymbol vor 1930 ähnelte sehr dem Hakenkreuz-Symbol der NS. Als die NSDAP an die Macht kam, änderten die Thunderbirds ihr Logo. Hier Hitlers Originalumhang vom Kleiderschrank aus seiner Münchner Wohnung, den er bei Beerdigungen und beim Treffen mit Mussolini trug. Von den Einsätzen brachten sie Fotografien und Artefakte, die im persönlichen Besitz von Adolf Hitler waren, mit. Wie hier zum Beispiel den Spiegel aus dem Schlafzimmer des Berliner Führerbunkers. Die persönliche Ausgabe seines Buches »Mein Kampf«. Oder auch seine Servietten, Handtücher, Besteck oder sein Teeservice. Alles ist fein säuberlich dokumentiert mit Fotos, woher die Gegenstände stammen und wo sie gestanden oder gelegen haben.
Obersalzberg und Hitlers Berghof. Bevor Adolf Hitler den Obersalzberg für sich entdeckte, war es ein heilklimatischer Erholungsort. Das Haus Wachenfeld, das er als erstes unter dem Namen Herr Wolf anmietete und im Jahre 1933 dann erwarb, ließ er zum pompösen Berghof umbauen. Der Obersalzberg wurde zum Sperrbezirk und den zweiten Regierungssitz vom Führer. Der ganze Berg wurde systematisch untergraben und ein riesiges Bunkersystem von einer Länge von 5 Kilometern verteilt auf mehrere Etagen angelegt. Im Frühjahr 1945 wurde der Berghof dunkel angestrichen und in Tarnnetze gehüllt. Dennoch fanden die Bomben der britischen Lancaster-Bomber am 25. April um 9 Uhr morgens ihr Ziel. Über 1800 Brand- und Sprengbomben gingen über dem Obersalzberg nieder und legten den Berg in Schutt und Asche. Das Bunkersystem blieb unbeschädigt. Der Berghof hatte schwere Treffer erhalten. Hitler hatte sogar eine komplett eingerichtete Zahnarztpraxis im Haus. Für die Sicherheit des Führers waren in jedem Zimmer Alarmknöpfe installiert. Das Essen wurde auf Vergiftung geprüft und die gereinigte Kleidung und die Post erst einer Röntgenkontrolle unterzogen. Auch konnte der gesamte Berg mit Nebelmaschinen in Rauch eingehüllt werden. Doch der Angriff der Briten im April kam zu überraschend. Auf der Rückseite des Berghofes ist eine Betonstützmauer, die bis heute noch vorhanden ist. Ein Zugang in der Wand eröffnet den Eingang in Hitlers eigenen Bunker. Die Alliierten fanden Hitlers private Bunkerräume, Kegelbahn, seine Plattensammlung und natürlich gab es eine Klimaanlage im Bunker. Alle Wände waren holzverdäfelt und am Boden wurde Parkett verlegt. Hier wurden Vorräte gehortet für mehrere Jahrzehnte. Alleine Hitlers Bunker hatte eine Größe von 745 Quadratmetern. In den letzten Apriltagen wurden dann die Ruinen und Bunker geplündert, Lebensmittel, Zigaretten, Kleider und Möbel. Sogar Kacheln und Kabel wurden mitgenommen. Nichts blieb zurück, außer die nackten Wände. Am 4. Mai 1945 kamen dann die ersten US-Truppen am Berg an. Sie sahen noch, wie SS-Soldaten den Berghof in Flammen steckten. Die USA wollte keinen Wallfahrtsort des Führers haben, darum sprengten sie am 30. April 1952 die ausgebrannte Ruine des Berghofes. Der übrig gebliebene Schutt vom Berghof wurde geschreddert. Doch es gibt Gerüchte, dass von Hitlers Berghofterrasse die roten Steinplatten einen anderen Weg fanden. Mit ihnen soll eine christliche Kirche ausgestattet worden sein. Meine Reise führt mich auf den Obersalzberg nach Berchtesgaden. Ich nehme im Schnee den Trampelpfad, die einzige Auffahrt zum privaten Wohnsitz von Hitler. Das ganze Areal wurde mit schnell wachsenden Baumsaaten aufgeforstet. Bis auf die Betonstützwand erinnert hier nichts mehr an die braune Vergangenheit. Ein Hinweisschild zeigt an, wo einst Hitlers Berghof stand und informiert knapp über die Geschichte des Ortes. Die rückseitige Hangstützwand ist noch erhalten geblieben. Unter dem Schnee befinden sich noch einige Backsteine und Metallhaken vom einstigen Bau.
das Hotel zum Türken in unmittelbarer Nähe war vor und nach der Nazizeit ein typischer Alpenlandgasthof mit Hotel. Das Haus wurde 1911 erbaut und hat seinen Charme bis heute bewahrt. Die Gaststube und Zimmer sind in einem rustikalen Zustand. Zahlreiche prominente Gäste hatte das Haus zu Besuch, zum Beispiel den Bergsteiger und Schauspieler Louis Dränger oder den Ingenieur Ferdinand Porsche. Das Hotel mit den darunter liegenden Bunkeranlagen wurde im Jahre 2020 bei einer Auktion für 3,65 Millionen Euro angeboten. '35/36 wurde das Gasthofhotel um- und ausgebaut. Das Hotel war während des Dritten Reiches als Zentrale für Hitlers Personenschutz, den Reichssicherheitsdienst, umfunktioniert worden. Die SS und die Gestapo nächtigten auch hier. Unter dem Hotel wurde eine Bunkeranlage angelegt. Hier unten gibt es Maschinengewehrstellungen, Gasschleusen, Hundezwinger, einen Operationsraum und eine Menge an Stollen und Kavernen. Die Bunkeranlage unter dem Hotel ist für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Die gesamte Bunkeranlage ist mit Hitlers Führerbunkersystem und dem Berghof verbunden und führt auch noch weiter zum ehemaligen Parteigästehaus. Heute ist dort das Dokumentationszentrum Obersalzberg untergebracht. Der gesamte Berg wurde mit Bunkern ausgehöhlt wie ein Kaninchenbau. Ich gehe durch die Ruinenreste vom Berghof zu dem Ort, wo Hitlers große Halle mit dem Panoramafenster einst war. Von hier aus gibt es eine atemberaubende Aussicht übers Tal. Das versenkbare Panoramafenster gab einen herrlichen Blick in die Bergwelt frei. Seitlich des Berghofs waren die Fahrzeuggaragen untergebracht. In der darüber liegenden Wand sieht man noch Reste von Hitlers Bunkereingang. 65 Marmorstufen führten einst hinab in den Bunker. Nach Kriegsende zogen die Ruinen und der Führerbunker viele Neugierige an. Sie wollten sehen, wie der Führer sich im Bunker eingerichtet hatte. Heute sind die Bunkereingänge zugemauert. Die alliierten Besucher haben sich anschließend in Hitlers gepanzerten Mercedes, der am Berghof zurückgelassen wurde, durch das Führersperrgebiet und die Berglandschaft fahren lassen. Zurück in die USA, in das Museum der Einheit. Hier Hitlers Truhe, in der er die Übersetzungen von Mein Kampf in fremden Sprachen aufbewahrte. Soldaten nahmen auch Möbel und andere Gegenstände vom Berghof mit. Auch stellt man hier Militärgerät der Einheit und einige Fahnen aus Deutschland aus. Der Kinosaal war leider wegen Umbaumaßnahmen nicht zugänglich. Als ich nachfragte, erklärte man mir, dass es noch geschichtsträchtige Gegenstände und Fahnen gäbe, die in diesem Raum ausgestellt werden. Leider konnte ich hier nicht rausfinden, ob die gesuchte Blutfahne darunter war. Also wieder zurück nach Nürnberg. Der Begriff der Blutfahne wurde schon im Heiligen Römischen Reich verwendet. Die NSDAP vereinnahmte den Begriff für sich. Bei der Heldenehrung in der Luitpold Arena während eines Appells der SA und SS lief in der Mitte der Führer. Neben ihm der Chef der SA und Reichsführer der SS. Damals führten 9 Stufen zum Vorhof des Ehrenmals. Die Ehrenhalle, das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, entstand in den Jahren von 1928 bis 1929.
Bei der Einweihung des Denkmals im Jahre 1930 standen hier und dort jeweils eine siebte Pylone. Eine Treppe mit 9 Stufen führte hier zum Vorhof. Von dem Granitweg, der von der Führertribüne zum Denkmal führte, ist heute nichts mehr vorhanden. Es gab Stahlwannen, die man auf die Pylonen legen konnte, um darin ein Feuer zu entzünden. Adolf Hitler ließ bei den Umbauarbeiten zur Luitpold Arena jeweils eine Pylone auf jeder Seite einreißen. Die Zahl 7 nimmt in der jüdischen Tradition, aber auch in anderen Kulturen, eine herausragende Stellung ein. Sie steht für die Perfektion des Schöpfungswerks und der natürlichen Ordnung. Deshalb ließ Hitler wahrscheinlich jeweils die siebte Pylone entfernen. Die NS-Architekten setzten hauptsächlich auf massive Stahlbetonbauten, die aus optischen und Ausdruckseigenschaften des Materials mit Natursteinen wie Granit, Kalk oder Marmor von innen und außen verkleidet wurden. Diese Steine galten als ewig haltbar und besonders wertvoll. Links und rechts am Arkadengang des Gefallenen-Denkmals sind Trauerhallen, die aber nicht öffentlich zugänglich sind. Dort bewahrte man das Totenbuch der gefallenen Soldaten auf. Da man hier auch an jüdische gefallene Soldaten dachte, nutzte Hitler die beiden Trauerhallen nicht bei den Parteitagen. Heute bewahrt man hier die Eichenlaubkränze aus Stahl und Kerzenhalter für den Volkstrauertag auf. Auch lagern die Feuerwannen für die Pylonen hier. Man hat hier eine Holzkonstruktion eingezogen und es werden die Gipsformabdrücke vom Ehekarussellbrunnen hier aufbewahrt. Im Scheinwerferlicht ist die ursprüngliche Wandverkleidung der Trauerhalle zu erkennen und deren Inschrift. Das Totenbuch befindet sich heute im Stadtarchiv Nürnberg und kann eingesehen werden. Die Eingänge zu den Trauerhallen waren damals nicht verschlossen. Man konnte jederzeit trauern. In der zweiten Trauerhalle wurde nicht viel verändert. Einige Steinplatten der Wandverkleidung fehlen. Zwischen den Parteitagen war die Arena und das Denkmal ein beliebtes Ausflugsziel. Der Totenkult des Führers, der hier vor dem Denkmal abgehalten wurde, diente dazu, die angetretenen Soldaten zu verpflichten, ihr Leben für den Führer und den Nationalsozialismus zu opfern. Zur Eröffnung im Jahre 1930 waren die beiden Trauerhallen ohne jegliche Einbauten. Nur Kerzen, das Totenbuch auf einem Sockel und eine Steinbank für die Trauernden waren im Inneren. Von dem Wandrelief von damals ist nichts mehr erhalten geblieben. Nur Schriftfragmente kann man noch erkennen.
Wer zahlt die Tränen, die um euch geflossen? Wer schätzt den Dank euch Schläfern in der Erde, die ihr da starbet? Ganz fertig wurde Hitlers Luitpold-Arena nicht. Er plante noch ein weiteres Detail, was den Zuschauern beim Betreten der Arena sofort ins Auge stechen sollte. An der Rückseite des Arkadenganges des Denkmals zwischen den Trauerhallen war von Hitler ein Brunnen geplant mit 3 menschlichen Skulpturen, 2 männliche und eine weibliche, die einen Siegeskranz in der Hand hält. Der Brunnen kam aber über ein Planungsstadium nicht hinaus. Das Fliegerdenkmal an der Ehrenhalle wurde 1924 für die gefallenen deutschen Piloten des Ersten Weltkriegs gestaltet. Das Denkmal zeigt ein abstürzendes, auf dem Kopf stehendes Flugzeug. Das Feuer auf den Pylonen wurde noch bis in die 80er Jahre bei den Volkstrauertagen entzündet. Heute kommt es nicht mehr zum Einsatz. Die in Kurvenform erbaute Ehrentribüne in der Luitpold-Arena wurde als erstes in Holzbauweise erstellt. Später wurde dann die Konstruktion mit Steinen ersetzt und mit Jura-Marmor verkleidet. Unterhalb der Rednerkanzel entstand ein Regieraum fürs Radio und das Reichsfernsehen, ein Technikraum und Bildregie für die Kameras. Von den Parteitagen wurde ab 14 Uhr live gesendet. 1933 drehte Leni Riefenstahl den ersten Parteitagsfilm Sieg des Glaubens und der Film wird begeistert aufgenommen. Im darauffolgenden Jahr bekommt sie dann unbegrenzte Mittel, um den zweiten Parteitagsfilm Triumph des Willens zu produzieren. Sie setzte hunderte von Mitarbeitern ein, darunter alleine 18 Kameraleute. Eine große Zeit. Sie arbeitet mit ungewöhnlichen Perspektiven und Techniken. Die inoffiziellen Bilder hier zeigen die Kamerateams bei der Arbeit, sogenannte Making-of-Aufnahmen. Leni Riefenstahl mit Hitler bei der Perspektiven- und Kameraplanung. Sie verlegt für Kameras Schienen, lässt sogar in einen der Fahnenmasten einen Kameraaufzug einbauen und setzte bewusst Teleobjektive ein. In der Nachbearbeitung setzt sie auf schnelle Schnitte und Bildmontagen. Der Film ist aber keine neutrale Dokumentation, sondern eine politische, gesteuerte Propaganda und wird stark kritisiert. Adolf Hitler unterstützt den Film und erschien im Abspann als inoffizieller leitender Produzent. Das vorrangige Thema des Films ist die Rückkehr Deutschlands als Großmacht mit Hitler als heilbringenden Führer. Meine Recherchen führen mich in das Museum Industriekultur. Dort finde ich die Kulisse des Noristheaters. Es gehörte zur Wiege der kinogeschichtlichen Entwicklung Nürnbergs. Das Theater befand sich einst in der Karolinenstraße 53. Philipp Nigl eröffnete damit das erste Lichtspieltheater in Nürnberg. Philipp Nigl und Sohn Richard begannen mit Dreharbeiten zu eigenen Werken und stellten sie zur sogenannten Norisschau zusammen. 1923 filmten Vater und Sohn den Deutschen Tag in Nürnberg,
Adolf Hitler stand damals schon auf dem Hauptmarkt und nahm den Vorbeimarsch der SA ab. Hitler war begeistert von seiner Arbeit und eröffnete Richard Nigel so eine Karriere als Kameramann. Er wirkte bei dem Propagandafilm von Leni Riefenstahl mit. Im August 1938 filmte Nigel auch den Abriss der Nürnberger Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz. 1941 bekam er den Auftrag, einen Film über die Deportation der fränkischen Juden herzustellen. Genau nach 77 Jahren wurde an den letzten Deportationszug aus Würzburg gedacht. Hier am Würzburger Hauptbahnhof wurde dazu ein Denkmal eröffnet. Es stellt einen Bahnsteig dar und soll an die deportierten Juden erinnern, die während des Dritten Reiches von unterfränkischen Gemeinden abtransportiert worden sind. Am Gleis blieben hunderte Gepäckstücke zurück, wie Koffer, Rucksäcke, Decken und Taschen. Der Film von Nigel über die deportierten Juden wurde dann 1942 in einer geschlossenen Veranstaltung im Noristheater in Nürnberg vorgeführt. Das Noristheater hat den Krieg nicht überlebt. Im Kinofoyer steht die Ascania-Filmkamera von Philipp Nigel. Im Museum steht eine Teilrekonstruktion des Noristheaters. In der Karolinenstraße 53 erinnert nichts mehr an das erste ortsfeste Kino Nürnbergs. Das Museumskino ist mit Originalmobiliar rekonstruiert. Damals entstanden für ihre Norris-Show von 1907 bis ins Jahre 1944 insgesamt 531 Filmtitel. Zurück zum heutigen Luitpoldhain. Von der ehemaligen halbrunden Ehrentribüne des Führers gegenüber dem Gefallenen-Denkmal findet man heute nur noch den Erdhügel, eine Informationsstele und Steinreste. Rund um das Reichsparteitagsgelände sind Infostelen aufgestellt. Es sind 23 Stelen, die auf einen Rundgangsvorschlag die Gebäude, Plätze und Stellen markieren, wie das Gelände damals 1933 aussah und genutzt wurde. Die Infotafeln, die aus einer Glas-Stahlkonstruktion errichtet worden sind, tragen historische Bilder und sind mit Begleittexte in Deutsch und in Englisch beschriftet. 23 Tafeln sind Haupttafeln, des Weiteren gibt es noch Nebentafeln. Wenn man die Hauptpunkte per Spaziergang erkunden will, dann sollte man ca. 2 Stunden einplanen. Hier ein Rundflug über die Hauptstelen am Reichsparteitagsgelände. Angefangen am Eingangstor, die ehemalige SS-Kaserne. Von dort aus geht es in Richtung Kongresshalle zu einem Parkplatz. Hier stand die ehemalige Luitpoldhalle. Die Halle gehörte schon zur Luitpold Arena. Gleich daneben die Infostele für den Luitpoldhain. Durchquert man den Park, kommt man zu der Stele für die Ehrenhalle. Von dort aus geht man auf die Kongresshalle zu. Dort befinden sich 2 Infostelen. An der linken Seite am Eingang zu dem Dokumentationszentrum befindet sich die erste. Die andere steht im Innenhof der Kongresshalle.
Der Eingang zum Innenhof befindet sich zwischen den Kopfbauten und ist untertags geöffnet. Bei Veranstaltungen wird der Platz im Innenhof auch als Parkplatz genutzt. Nun sind die Stelen schon etwas weiter voneinander entfernt. Die Stele Gaststätte Wanner liegt am Ufer des Dutzendeiches. Die Gastronomie ist immer noch geöffnet, aber unter einem anderen Namen. Weiter am Ufer entlang und man erreicht den Bahnhof am Reichsparteitagsgelände, den Dutzendeichbahnhof. Er ist heute nicht mehr in seiner Funktion. Ein Restaurant ist dort eingezogen. Gleich gegenüber befindet sich die Informationstafel für das Zeppelinfeld. Weiter auf dem Rundweg um den Dutzendeich, dann kommt die Informationsstele zum künstlich angelegten Stadtteich. Die Türme des Zeppelinfeldes sind eingezäunt und nicht zugänglich, aber auf die Zeppelintribüne kann man hinauf. Hinter der Tribüne befindet sich der Eingang zum Goldenen Saal und auch eine weitere Stele. Kein direkter Weg führt nun zum Umspannwerk vom ehemaligen Reichsparteitagsgelände, wo auch die Arbeiterunterkünfte DAF erklärt werden. Gegenüber liegt heute der Sportpark des ersten Fußballclub Nürnbergs. Hier stand damals die KDF-Stadt. Am Ufer vom Pfalzner Weiher steht die Informationstafel zur Kraft durch Freude statt. Weiter zum Stadion vom 1. FCN. Zu Hitlers Zeiten marschierte dort die Hitlerjugend auf. Bei den Kassenhäuschen findet man die Stele. Einmal um das Stadion rumgegangen, kommt man zum Stadionbad. Auch das spielte bei den Reichsparteitagen eine Rolle. Von hier aus ist es dann schon wichtig, eine Karte zu haben, denn von dem Märzfeld sieht man heute nur noch Steinreste und eine Infostele. Eine Trabantenstadt steht heute auf dem Gebiet. Durchquert man dann den Ortsteil Langwasser, kommt man zu dem zweiten Bahnhof, den Märzfeldbahnhof. Von hier wurden die Nürnberger Juden abtransportiert. Wieder zurück zum Hauptareal an die große Straße. Nun geht es bergauf auf den Silberbug. Der Berg entstand aus Kriegsschutt von der Altstadt. Hier sollte auch das große Stadion entstehen. Die Informationen zu der vollgelaufenen Baugrube, heute der Silbersee, steht am Ufer. Thank you.
Am Fuße des Berges ist die Informationstafel zum großen Stadion und zur Grundsteinlegung. Am Anfang der großen Straße erfährt man mehr über den ehemaligen Tiergarten, der sich hier einst befand, und dem Volksfestplatz. Die Gesamtanlage und einzelne Bauten des Reichsparteitagsgeländes dienten der nationalsozialistischen Machtdemonstration. Mit ihren riesigen Dimensionen zielten Gelände und Architektur darauf ab, dem einzelnen Parteitagsbesucher die Teilhabe an etwas Großem und Bedeutendem zu suggerieren und ihm zugleich den Eindruck eigener Bedeutungslosigkeit zu vermitteln.